Jo, guten Abend, liebe Leute. Pünktlich, nein, nicht pünktlich. Kurz nach 19 Uhr schalte ich mich heute hier zu euch. Und ja, wieder mal, heute ist Dienstag, Streamtag. Und wir haben heute wieder, also ich will erstmal, genau, Marion, grüß dich. Das Buch ist halt angekommen, da freue ich mich. Ging ja wirklich schneller als gedacht. Ich habe ein paar Bücher rausgeschickt, also müssten die dann auch angekommen sein. Das freut mich. Genau, also viel Spaß, liebe Marion, beim Lesen der Zone C. Apropos Zone C, wer meinen Debütroman auch erwerben möchte, ach, es geht wieder nicht durch den Greenscreen, der schreibt mich bitte gern über Instagram an, um ja Literatur von mir zu erhalten, die ich ja über Jahre geschrieben habe. Ich habe ja 3 Romane schon geschrieben und ein Gedichtband und alle 3 Bücher, alle 4 Bücher sind großartig und ihr wisst, dass ihr die kaufen müsst. Heute geht es auch um ein Buch. Sigi, grüß dich. Heute geht es um mein Buch und es geht um eine Lebensgeschichte, um die Lebensgeschichte der Amelie Sander, die ja mit einer Co-Autorin dieses Buch geschrieben hat. Ach, sieht man jetzt auch nicht durch den Greenscreen. Naja, gut. Als hätte mich der Himmel vergessen. Und also als hätte mich der Himmel vergessen heißt das Buch und die Unterschrift ist verwahrlost und misshandelt im eigenen Elternhaus. Ich habe den Link zu Amelies Buch unter dieses Video gepackt. Ihr könnt also ganz einfach dieses Buch auch bestellen, wenn euch die Geschichte von Amelie weiter interessiert. Ich habe schon reingelesen, ich kenne so ein wenig die Bausteine von Amelies Leben, was wirklich der Hammer ist. Und wir wollen uns nachher mit ihr drüber unterhalten, aber Amelie hat mich gebeten, dass ich doch bitte das Vorwort aus diesem Buch euch vorlese, denn das Vorwort hat Gudrun geschrieben, glaube ich, heißt sie. Genau, Gudrun. Gudrun ist die Person in Amelies Leben, die sie befreit hat. Ja, die Boon Operator, grüß dich. Gudrun ist die Person, die Amelie aus den furchtbaren familiären Zwängen befreit hat. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen. Und leider ist Gudrun, so wie ich glaube, dieses oder letztes Jahr gestorben. Aber das kann uns ja Amelie gleich noch selber erzählen. Bevor ich Amelie anrufe, werde ich ihren Wunsch erfüllen und euch das Vorwort von Gudrun vorlesen. Das Vorwort von Gudrun, was in Amelies Buch, als hätte der Himmel mich vergessen, drinsteht. Und es geht los. Liebe Leserinnen und Leser, als ich Amelie kennenlernte, war sie 21 Jahre alt. Mit 21 Jahren werden Sie vielleicht denken, ist man schon ziemlich selbstständig, hat schon einiges gesehen und sein Leben so einigermaßen im Griff. Nicht so bei Amelie. Ich weiß noch, wie schockiert ich war, als ich erfuhr, dass sie mit 21 Jahren immer noch zu Hause festgehalten und wie eine Gefangene lebt. Da gab es keine Spur von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Und dabei kannte ich damals noch nicht das ganze Ausmaß ihres Märtyriums. Ich kannte nur die Spitze des Eisberges. Im Nachhinein frage ich mich, warum ist nicht schon früher jemand auf Amelies Schicksal aufmerksam geworden? Hat niemand ihre Signale gesehen? Oder wollte sie niemand sehen? Haben ihre Mitmenschen einfach die Augen geschlossen, weil es einfacher ist? Nach dem Motto Unrecht als Unrecht erkennen und sichtbar machen, versuche ich offen zu sein für meine Umwelt. So war ich einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, als ich auf sie traf. Genau zu diesem Zeitpunkt hat auch Amelie noch einmal Hilfssignale ausgesandt. Ich bin froh, dass ich ihr begegnet bin. Mit Amelie durfte ich erleben, dass es sich lohnt zu kämpfen und nicht aufzugeben. Wie und was sie alles durchmachen musste, lesen Sie in diesem Buch. Wir dürfen die Menschen in Not nicht vergessen. Wenn wir Unrecht als Unrecht erkennen und sichtbar machen, dann wird das Leid in dieser Welt geringer. Ich hoffe, Amelies Geschichte trägt dazu bei. Gudrun H., eine Zeugin.
kriege ich gleich einen Kloß im Hals, Leute. Aber passt auf, bevor ich jetzt hier ins Labern komme, wir rufen jetzt Amelie an. Und Amelie erzählt uns von ihrem Leben. Ich bin ganz gespannt. So. Amelie? Ja, hallo. Ja, ich Hallo grüße dich. Sebastian. Ja, hallo. Jetzt sind wir wirklich live. Jetzt ist es Ja. soweit, meine Liebe. Du hast ja, so wie ich dich ein bisschen schon kenne, tagelang darauf schon hingefiebert. Oder? Amelie? Ja. Hast du darauf hingefiebert? Du warst doch ziemlich aufgeregt jetzt vor diesem Gespräch, oder? Ich bin's immer noch. Ja, das wird sich in 5 Minuten gelegt haben, das verspreche ich dir. Ach, wenn du Genau. das sagst. Ja, das sage ich dir, das ist eine Erfahrung und wir beide telefonieren ja auch nur. Dich sieht keiner, ja. Wir telefonieren ja ganz privat und nebenbei streame ich die Geschichte ein bisschen. So, ich erkläre dir erstmal, was bis jetzt passiert ist. Also vielleicht hast du es auf YouTube schon mitbekommen oder nicht. Ich habe, ja, das Vorwort gelesen von Gudrun, ja, die ja eine ganz, ganz wichtige Person in deinem Leben ist, in deinem Leben 2.0, könnte man fast sagen, oder? Genau, ja. Ja. Und du hast mir das vorhin schon geschrieben, Gudrun ist wann gestorben? Im Februar diesen Jahres. Oh, also ganz akut, ganz frisch noch. Ja. Ja, genau. Und ja, und Gudrun war, denke ich mir, eine absolute Lichtgestalt für dich. Absolut, absolut, ja. Ohne sie wird es mich wahrscheinlich heute nicht mehr geben, sage ich jetzt mal so. Und wo ich das jetzt gelesen habe, ihre Worte, habe ich mich selber abgeholt gefühlt. Also da spricht ja ein Mensch, der in seinen Grundfesten moralisch ist, der vor dem Unrecht dieser Welt nicht die Augen verschlossen hat. Und was mich jetzt gleich mal interessiert, wie hast du Gudrun kennengelernt? Gudrun habe ich kennengelernt. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja, Also, sollst du ja, ich sollst du durfte. ja. Okay. Also, ich habe dann irgendwann mal arbeiten dürfen und habe 2 Stunden geputzt. Und dann habe ich das eine Weile gemacht. Und irgendwann hatte ich Vertretung im anderen Gebäude. Und dann bin ich eines Tages zusammengebrochen und da kam dann Annabelle ins Spiel. Die hat da auch geputzt und hat gefragt, was los ist. Und dann habe ich ihr nur ein paar Bruchstücke erzählen können. Und dann war sie schon so fassungslos und hat gemeint, sie hat eine Freundin, die studiert Sozialpädagogik und die heißt Gudrun. Und die könnte mir bestimmt helfen. Aber da ich ja schon 3 Anläufe oder mehrere Anläufe hatte, um irgendwie da rauszukommen aus meinem Elternhaus, habe ich da eigentlich nicht mehr so recht dran geglaubt. Und diese Annabelle hat eben gesagt, lass mich mal machen. Und dann habe ich sie halt gesagt, wie willst du das machen? Und habe ihr dann kurz gesagt, ich darf eigentlich gar nichts. Muss auch gleich wieder nach den 2 Stunden den nächsten Bus nehmen, nach Hause kommen, ich werde kontrolliert und habe dann so ein paar Schlagworte und dann hat sie gesagt, was, du bist ja 21, wirst du irgendwie festgehalten? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man so sagen, ich werde festgehalten. Dann fiel das Wort Freiheitsberaubung, mit dem Wort kannte ich damals gar nichts anfangen. Weil du keine Freiheit Und kanntest. genau, ja, also ich wusste gar nicht, was meine Rechte sind mit Genau, 21, dass ich genau. ja eigentlich einfach so auch gehen könnte. Richtig. Kommen wir später dazu, ja? Ja. Und ja, und dann war es irgendwie ein paar Tage später und dann kam sie wieder auf mich zu und hat gemeint, du, ich habe mit Gudrun gesprochen, sie möchte dich gern kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, wie soll das denn gehen? Ich kann mich nicht mit ihr in der Stadt treffen, weil ich ja dann, ich darf nur zur Arbeit raus, danach muss ich sofort wieder zurück. Und die Annabelle war ziemlich schlau, die hat dann gesagt, wir warten einfach, bis ein Büro frei ist und dann bestellen wir die Gudrun dahin. Und also wir haben dann statt 2 Stunden nur 1 Stunde mal geputzt und dann war halt so ein gewisser Tag X, dann kam dann Gudrun tatsächlich. Und die hat eigentlich gar nicht so viel gefragt. Sie hat dann ja schon etwas gewusst von Annabelle und
war dann sehr fassungslos, wie man einen Menschen so lange festhalten kann, weil es ging ja mein Materium über fast zwei Jahrzehnte. Und so viel wusste sie dann, aber die ganzen Einzelheiten wusste sie natürlich nicht und hat einfach nur gesagt, lass mich machen, ich hole dich da raus. Ich habe dann natürlich wieder gesagt, wie willst du das machen? Das geht gar nicht so einfach. Doch, sie kennt da ein Kloster, das ist für Frauen in Not und mit denen nimmt sie mal Kontakt auf, weil ich ihr auch gesagt habe, ich weiß nichts von der Welt da draußen. Ich weiß gar nicht, ob ich allein zurechtkomme. Und all das hat sie aufgenommen und hat gesagt, wir finden einen Weg. Ich so, klar, ein paar Tage brauchst du Zeit, aber und ich habe natürlich erstmal nicht dran geglaubt, weil ich habe zwar dann auch diesen Strohhalm ergriffen, aber ich habe eigentlich gedacht, ich weiß nicht, wie sie das schaffen soll, also wie sie das machen möchte. Aber sie hat einfach gesagt, das kriege ich mal hin. Und sie hat so einen Strahlen, so eine positive Lebensfreude, die ich ja gar nicht hatte, hat sie ausgestrahlt, wo ich mir dann über Nacht gedacht habe, hoffentlich schafft sie das wirklich, was sie gesagt hat. Ja, und dann lief das weiter. Und da habe ich gesagt, du kannst auch nicht zu Hause anrufen, das geht nicht. Dann kriegen die das ja mit. Und dann hat sie gesagt, dann machen wir das in eine Geheimmission. Mit der das Buch ja anfängt, oder? Dein Buch. Ja. Genau. Ja. Erzähl weiter. Genau, mit der Flucht fängt es an. Also dann erzähl jetzt bitte in dem Strang weiter, erzähl bitte die Flucht und dann arbeiten wir uns mal so peu à peu in die Vergangenheit auch vor. Das würde ich heute gerne mal machen, okay? Okay. Also ich soll jetzt die Flucht, mir die Flucht dann stattgefunden hat? Genau, das passt dir jetzt auch in den Zeitstrahl rein, also dann mach es einfach weiter. Also Gudrun hat von dir erfahren und hat jetzt einen Plan. Und jetzt geht's los. Genau. Gudrun hat dann mit diesem Kloster Kontakt aufgenommen und dann hat es geheißen, ja, da muss ich mich aber erstmal vorstellen. Die Schwester Felicitas, die wollte dann erstmal mich auch kennenlernen, ob ich wirklich so ein schwerer Fall bin, weil halt viele Frauen in Not waren und das muss alles irgendwie erstmal geprüft und genehmigt werden, um da aufgenommen zu werden. Dann habe ich zu Gudrun gesagt, wie soll ich da hinkommen, ohne dass das zu Hause jemand auffällt. Ja, und dann hat sie gesagt, naja, ich habe ja ein Auto und sie macht jetzt einen Termin aus, dann putzt du wieder nur eine Stunde und in einer Stunde müssen wir das schaffen und sie fährt mich dann bis kurz vors Elternhaus, aber so in der sicheren Entfernung, dass die mich nicht sehen, fährt sie mich zurück, dann schafft man das von der Zeit. Also ich hätte gar nicht so weit gedacht, dass, also die war total, hat sich wirklich einen Plan zurechtgelegt. Und ja, dann hat sie mich dann, ich weiß nicht, ein paar Wochen später war das dann, war dann ein Termin im Kloster und dann ist sie mitgefahren. Die Annabelle war dann auch im Auto dabei, weil die hat das ja das Ganze eingefädelt durch die Gudrun. Und dann da hat war, sich... Da war da noch ein bitte? Mann dabei? War da noch ein Mann dabei? Ach ja, da war noch der Seelsorger dabei, ja. Okay. Genau, den hat sie auch noch, aber der war nicht dabei bei der Vorstellung. Der war dann bei der eigentlichen Flucht, bei der Rausholung war er dann dabei. Bei der Inobhutnahme, könnte man fast sagen. Bei der Inobhutnahme, könnte man fast sagen. Ja, genau. Und also das hatte ich ja auch kurz erzählt, dass er mir nicht so recht weiterhelfen konnte. Und dann hat sie auch mit ihm telefoniert und dann lief es aber, dann hat sie den erstmal außen vor gelassen, ist dann mit mir, wie gesagt, ins Kloster zum Vorstellen gefahren. Und da hat dann hauptsächlich die Gudrun gesprochen, weil ich einfach nicht viel sagen konnte. Ich konnte nur Bruchstücke, aber die Schwester war auch so schlau, die hat sich dann eins und eins zusammen, wie sagt man denn, eins und eins zusammengegeben. Gereimt, genau. Ja, ja. Und hat dann gesagt, also so einen Fall hat sie auch noch nicht gehört. Ja. Und sie wird sich dran setzen, damit sie mich vor anderen Frauen vorzieht. Aber da muss sie noch ein paar Sachen halt abklären.
Und ich hätte jetzt 3 Wochen Zeit, mir das zu überlegen. Und bis dorthin weiß ich Bescheid, ob sie mich aufnehmen kann oder nicht. Da habe ich gedacht, nochmal 3 Wochen, na gut. Es waren schon so viele Jahre, das war alles irgendwie so ein langer, ewig langer Prozess halt. Und ich habe aber keine 3 Wochen gebraucht. Ich habe mir das über Nacht überlegt und habe gedacht, wenn sie sagt, sie nimmt mich auf in diese Wohngruppe, dann sage ich ja. Ich wusste nicht, in welche Welt ich eintauche. Das meine ich. Ich habe nur Das gedacht, kann. alles ist best, bitte. Ja, das Entschuldigung, weil also toll, wie du erzählst, also ich wollte nur kurz mal die Angst nehmen. Wir hatten ja vorher das Gespräch, dass du denkst, du kannst nicht erzählen oder so. Also es läuft super, Amelie, möchte ich sagen, ja, genau. Und ich höre auch ganz gespannt zu und ich kenne ja auch die Geschichte schon ein bisschen. Und ich finde es ganz stark. Ich meine, also von meiner Community, von Leuten, die hier zuhören, die kennen ja noch gar nicht diese alte Welt, in der du gelebt hast. Ja. Und ich weiß aber schon, dass mit der Entscheidung, in diese Wohngruppe zu gehen, du ja auch absolut fremdes Terrain betreten hast. Du kanntest die Welt draußen nicht. Nein. Ja, aber der Horror zu Hause, der fast 20 Jahre ging, war so furchtbar, Ja. dass du sogar in die Ungewissheit gegangen bist. Genau, Ja, ja. okay. Also mir war dann klar, wenn ich in diese Wohngruppe gehe, bin ich ja nicht alleine erstmal auf mich gestellt. Soweit habe ich dann schon denken können und habe mir gedacht, na, wenn also die Schwester halt bei den Vorstellungen ein bisschen erzählt, dass da 5 Frauen leben und dass man sich da einbringen muss und seiner Arbeit nachgehen muss und dass es das Ziel ist, selbstständig zu werden und um draußen halt ja, sich eine Wohnung zu finanzieren und da eine Arbeit Lebensfähig zu nachzugehen. sein, Ja, genau, lebensfähig zu sein. lebensfähig zu sein, Ja, ja. genau. Okay. Gut, ich sag dir mal kurz, wie ich es mir vorstelle heute. Heute könnte man eigentlich, also wir haben jetzt den Ausbruch kurz besprochen und jetzt würde ich eigentlich gerne in diesem Stream, der ja nun eine Stunde gehen wird, schon mal in das Leben, das erste Leben eintauchen wollen, um dann vielleicht im zweiten Stream, wenn du da Lust drauf hast, über das Leben danach zu reden, was ja auch sehr herausfordernd war. Ja, Ja, genau. genau. Also nimm uns jetzt mal bitte mit auf diese Reise zur kleinen Amelie. Und du hast ja einen Auftrag, du willst dir das auch erzählen, weil wir Leute aufwachen wollen, aufrütteln wollen, so wie das ja deine Befreierin im Vorwort schreibt. Und Ja. ja, dann fang doch mal bitte ganz vorne an. Also es fängt ja damit an, und da kann ich ja schon mal vorgreifen, Ja. dass deine Mutter sich mit deiner älteren Schwester umgebracht hat. Das wusste ich aber am Anfang noch nicht. Das habe ich erst mit 12 erfahren. Genau. Aber da fangen wir jetzt an. Also es fängt, das ist ja passiert, als du 3 oder 4 Jahre alt warst, oder? Ja, Genau. genau. Und dann hat dein Vater eine neue Frau kennengelernt. Ja, all Und das war mir aber zu diesem Zeitpunkt, ich war ja 3, 4, nicht bewusst, dass da. Also diese neue Frau, die er geheiratet hat, dachte ich, das wäre meine Mutter. Bis wie viele Jahre dachtest du das? Ja, bis es mir dann gesagt hat. Ich hätte es wahrscheinlich noch länger gedacht, Wann hat weil sie es dir denn gesagt? mit 12 Jahren. Mit 12 Jahren, okay. Gut. Okay. Ja. Und ab dem ein, aber wir betrachten es ja gerade im Rückblick. Das ist auch völlig okay, wenn du halt jetzt einfach Dinge auch benennst, die du jetzt halt schon weißt, ja. Wir müssen es ja abbilden, wir müssen es ja irgendwo begreifbar machen. Also ich würde mal sagen, ab dem Freitod deiner Mutter, die, denke ich, so wie ich es gelesen habe, einer großen Verzweiflung entsprungen war, weil sie eben bei dem sehr altmodischen Scheidungsrecht damals eben nicht das Recht gesprochen bekommen hat, sondern dein Vater, der eigentlich übergriffig war auf deine Mutter, Genau. ja, wurde Recht gesprochen und deine Mutter, also es ist so, also das meine ich halt, also wo ich das gelesen habe, es geht ja hier auch um Frauenrechte, ja, also wo ich das mit Ja. deiner Mutter gelesen habe, das hat mich schon sehr berührt, weil
Hier hat eine Frau versucht, aus einer gewalttätigen Ehe auszubrechen, hat Zeugen Ja. benannt, hat ganz viel aufgefahren, hat um ihre Gerechtigkeit gekämpft, um ihre Kinder. Und das Gericht hat deinem Vater die Kinder zugesprochen und deiner Mutter die Schuld an der Scheidung gegeben. Das weiß ich nicht, ob wir Kinder ihm zugesprochen wurden. Das ist mir bis heute auch unklar. Aber irgendwas muss passiert sein, weil das Fatale ist, dass sie genau 2 Wochen nach der Scheidung sich das Leben genommen hat. Also sie wollte sich scheiden, so viel weiß ich. Und aber warum sie mich dann bei meinem Vater seine Mutter abgesetzt hat. Das weiß ich auch nicht, warum. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch die Überlebende, weil meine Schwester hat sie ja mitgenommen in den Tod. Also es war ein Jahr Trennungszeit und in dieser Zeit hat sie wahrscheinlich mich gar nicht mehr gesehen, sondern ich war eben bei der Oma, väterlicherseits. Und also ich kann nur vermuten, wahrscheinlich war sie auch mit mir überfordert, weil ich nicht richtig laufen konnte, beziehungsweise gar nicht laufen konnte. Ich wurde ja dann operiert an den Hüften. Und ja, ich frage mich bis heute eigentlich, warum hat sie mich nicht mitgenommen? Also Das ist eine Frage, die über deinem Leben schwebt ja. und die niemals beantwortet werden wird. Das muss man ja auch mal feststellen. Ja. Genau. Okay. Nur damit wir auch mal so einen Eindruck von den Fragen bekommen, die dich ja bis heute beschäftigen, die ja bis heute dein Leben auch irgendwo ausmachen. Ja. Und ich muss Okay. dazu sagen, mein Bitte. Vater hat nie darüber mit mir über meine leibliche Mutter gesprochen. Bis zum heutigen Tag kein einziges Wort. Lebt dein Wobei ich jetzt Vater? dazu sagen muss, Ja. der lebt noch, Der ja, lebt aber noch, ich habe okay. keinen Kontakt. Nachvollziehbar, okay. Okay, Ja. deine Mutter bringt sich um mit deiner Tochter, Nämlich mit meiner deiner Schwester. Schwester, pardon, ja, Ja. pardon, ja, und diese neue Frau, von der du dachtest, dass bis du 12 bist, es sei deine Mutter, tritt in das Leben deines Vaters und auch in dein Leben. Und jetzt begeben wir uns zurück auf die Reise zur kleinen Amelie. Was sind so deine ersten Erinnerungen, die schmerzhaft sind, wo du heute noch dran denkst und denkst, ja, wurde mir Unrecht getan? Die ersten Erinnerungen sind ganz klar da, wie sie mit mir gesprochen hat, immer so ein herrischer Ton. Ja. Also nie liebevoll. Sie hat mich nie in den Arm genommen, nie liebevoll mit mir gesprochen. Habe das aber natürlich nicht kapiert, dazu, mit 3, 4, warum das so ist. Sie brachte Und noch ein Kind mit in die Ehe, richtig? Oder ist dieser nein, Bruder, das ja? Kind ist später Ah, entstanden. okay, Also ich gut, habe einen ja. Halbbruder, der Ah, ist ja. 8 Jahre jünger wie ich. Okay, gut, Entschuldigung, Also ja. erstmal war sie mit mir alleine. Okay, ja. Und dann fing es schon an, dass ich in den Kindergarten gehen sollte und aber nicht mitmachen sollte. Was ich überhaupt nicht verstanden habe als Kind. Aber sie hat es natürlich in einem so bösen, drohenden Ton zu mir gesagt, dass ich halt Angst bekommen habe und es dann gemacht habe, was sie gesagt hat. Das Also musst ich du, bin das, dann. Sie, ja, das musst du uns näher erklären. Was heißt dieses nicht mitmachen? also sie hat mich in den Kindergarten gebracht, weil Ja. sie ja gesagt hat, obwohl der Kindergarten nicht irgendwann gehen ja die Kinder normalerweise dann, wenn der Kindergarten nicht so weit weg ist, alleine hin. Hat mir aber schon eingetrichtert, ich werde es nie schaffen, alleine dahin zu gehen. Sie bringt mich hin, aber ich habe da nichts mitzumachen, nicht zu sprechen. Sie regelt alles. Was auch immer, das habe ich auch nicht verstanden, was sie denn bitte alles regeln möchte. Und ja, und warum auch immer, sollte ich in die Hose machen. Also und zwar nicht Urin, sondern den Stuhlgang. Und natürlich auch im Kindergarten, damit es schön auffällt, damit ich schön ausgegrenzt wäre. Also sie hatte, würde ich jetzt rückblickend sagen, einen Plan, Ja. was sie mit mir vorhat, wo sie mich
hinhaben möchte, wie sie mich erziehen möchte. Ja. Erziehen vielleicht nicht, wie sie dich klein machen und formen möchte, sodass du ihre Plattform ihres Sadismus wirst. Ja, Ja, genau. und das finde ich Ja, würde ich echt. jetzt auch rückblickend so sagen. Genau, Also. weil das ist ja, also ich habe ja einiges gelesen und es ist ja der pure Sadismus, der da widerfahren ist, Jahrzehnte. Wir wollen es aber gar nicht so weit vorgreifen. Das finde ich aber krass. Also da wird einem Kleinkind eigentlich eingebläut, im Kindergarten sozial auffällig zu agieren. Ja, Muss, ja. damit Und sie reingerufen wird, ne? genau, damit sie als helfende Mama auf den Plan gerufen werden kann. Ja, Es ja. gibt so eine Krankheitsform, das heißt das Münchhausen-Syndrom. Kennst du das? Nein. Das ist, wenn Mütter ihre Kinder verletzen im Kleinkindalter, damit sie dann, wenn das Kind verletzt ist, die Helferin werden können. Ja, es finde ich jetzt fast nicht vergleichbar, aber es gibt solche Tendenzen auch bei leiblichen Müttern. Aber was ich echt krass finde, dass sie dir sozusagen befohlen hat, sozial auffällig zu agieren und in die Hose zu machen. Und sie hat so eine Angstkulisse erzeugt, dass du das dann auch gemacht hast. Jawohl. Unfassbar. Okay. Genau. Ja. Sie ist dann reingerufen worden und dann fielen halt so Sätze, ja, die Amelie macht nicht mit, die Hose hat sie schon wieder voll gemacht, Okay. Essen tut sie auch nicht. Und sie hat wirklich die leitende Mutter gespielt. Also das verstehe ich auch nicht. Zu Hause ist es aber auch so schwierig. Ich habe gedacht, im Kindergarten wird es besser. So, die Masche. Also hochgradig manipulativ, Ja. absolut die Fäden ziehend. Ich meine, das ist ja irre. Also ich versuche halt, Ja. weil ich meine, Und so, abends hat's, ja. ja, Nee, nee, und erzähl, abends erzähl. hat sie meinem Vater erzählt, dass die Amelie wieder nicht in den Kindergarten gehen wollte. Allein geht sie sowieso nicht. Und stell dir vor, sie hat in die Hose gemacht. Und mein Vater ist ausgerastet, daraufhin gab es natürlich die Schläge. Da sind etliche Kochlöffel, Bettichklopfer und so weiter zu Bruche gegangen. Dein Und da Vater stand sie hat, nebendran und hat noch gegrinst. Das habe ich natürlich als kleines Kind nicht verstanden, aber je älter ich wurde, es lief ja immer gleich ab. ja. Also erst, es ist ja unfassbar, es ist ja unfassbar. Also erst, ich sag mal, wir teilen deinen Tag jetzt mal in eine Hälfte ein. Früh Vormittag, früher Nachmittag, Angstkulisse Stiefmutter. Du kommst nach Hause, Angstkulisse Vater. Von Ja. allen Seiten kommt Bedrohung, Bestrafung, absolute Willkür. Und das muss ich jetzt fragen, also dein Vater hat dich als Kleinkind mit 4, 5 Jahren mit einem Kochlöffel verdroschen. Ja. Da gibt's da tauchen immer Flashbacks bei mir auf, Ja. in dem die Hose runtergezogen wird und Ja. dann auf dem nackten Hintern. Sie hat mich festgehalten, Oh, diese weil ich Schweine. natürlich dann auch das Weinen angefangen habe. Furchtbar. Ich krieg einen Kloß im Hals. Aber er hat mich nie zur Seite genommen, hat gefragt, sag mal, Naja. Amelie, warum machst du das? Warum ist, ne? Also gar nichts, all die Jahre. Also ich habe überhaupt, er hat überhaupt keine Beziehung zu mir aufgebaut, sondern ich glaube, er war Weißt du warum, Amelie? rückblickend würde ich. Ich glaube, er hat in dir seine Frau gesehen, seine Ex-Frau. Ich sehe ihm, aber äußerlich sehe ich ihm eh nicht. Ja, aber trotzdem bist du eine Frau und das Überbleibsel seiner Ja, Ex-Frau, ich glaube, ja, die von ihm auf die er ja abgehauen eh, ist. genau, ja. Also so erkläre ich es Er mir. wollte, glaube ich, mit seinem ersten Leben abschließen und hat dann automatisch Und leider mich Gottes warst du noch ihr da. überlassen. Bitte? Genau. Und leider Gottes warst du noch da. Das meine ich ist Ja, zynisch. Ja. ja. Also er konnte eben in sein neues Leben nicht gehen, weil die Amelie immer noch da war. Und weil er das scheiße fand, hat er dich das spüren lassen. Ja, so gehe ich auch davon aus, ja. Also, es hätte ja mal mich in den Arm genommen oder mich zur Seite genommen und hätte mich mal gefragt, sag mal, warum möchtest du denn in den Kindergarten? Was ist denn? Warum machst du denn immer in die Hose? Warum willst du nichts essen? Also, ne? Also, Ganz normale Dinge eigentlich. ja. Ja,
Ganz ist ja, es ist ja nun nichts Besonderes, ja, dass ein Vater sowas fragt. Aber naja, gut, okay. Aber das Martyrium, das geht ja noch weiter. Ja, also ich habe in dem Buch Sachen gelesen. Also ich finde es ganz spannend. Ich musste auch noch mal sagen, wenn ich das jetzt sagen darf, ich möchte auch persönlich jetzt mal was sagen. Also stehe ja auch in guten Kontakt, sehr engen Kontakt sogar mit Clarissa Vogel, mit der ich super klarkomme. Ich finde es super, dass du heute bei mir bist im Stream. Es ist Wahnsinn, wie sich dieser Kanal eigentlich entwickelt hat. Und freue mich, dass du auch dieses Vertrauen zu mir hast, mir das auch alles so zu erzählen. Das muss man auch mal sagen. Ja. Ja. Und finde es eben auch ganz wichtig, als Mann auch, ja, so eine Plattform dem Ganzen zu geben. Ja. Genau, also da wollte ich mich einfach mal bei euch auch bedanken, das für das Vertrauen, was ihr Ja, ich mir. danke dir, dass du solche Themen aufgreifst. Das macht ja auch nicht jeder, ne? Ja, leider Gottes. Aber jetzt lass uns mal weitermachen, weil wir sind jetzt in der Lebenswelt der kleinen Amelie und da gibt es ja noch ganz andere Geschichten. Erzähl doch einfach mal weiter, Amelie. Wie sah deine Welt da aus? Wie sah, ich sag's mal ganz speziell, wie sah deine Hygiene, deine Körperpflege aus? Die Körperpflege sah so aus, dass ich mich daran erinnern kann, dass irgendwann mein Vater aufgefallen ist, ich putze, warum ich so schlechte Zähne habe. Daraufhin hat sie gesagt, die Stiefmutter, sie möchte die Zähne nicht putzen, sie wehrt sich mit Händen und Füßen. Also ich habe schon Mühe, ihr das Gesicht früh zu waschen. Auch da wehrt sie sich. Ich hatte bis ungefähr 5, 6 lange Naturlocken. Da hat sie gesagt, sie schreit immer, wenn ich ihr die Haare wasche. Also ich gehe jetzt mit ihr zum Friseur und lasse ihr die abschneiden. Mein Vater hat da nichts dagegen gesagt, hat nur gesagt, na gut, wenn das Zähneputzen nicht klappt, das kann er ja mal übernehmen. Naja. Dann hat er brutal mit mir die Zähne geputzt, dass alles geblutet hat. Und da habe ich mich natürlich hab auch geschrien und mich ge versucht noch zu wehren. Und du bleibst da, jetzt werden die Zähne geputzt und so machst du das jeden Tag. Und das hat er einmal gemacht, danach nicht mehr. Und sie hat es natürlich nicht mit mir gemacht. Also sie hat mich gar nicht angeleitet, wie man halt als Eltern ein Kind anleitet, zum Zähneputzen, sondern sie wollte, dass ich keine Zähne putze, weil sonst hätte ich nicht am Ende so ein Gebiss gehabt, Ja, wie ich bei meiner Flucht dann gehabt habe. genau. Nämlich ein total verfaultes Gebiss, Ja. dass im Kloster erstmal mein komplettes Gebiss saniert werden musste. Ja. Also Also man. das war wohl auch auf ihrem Plan gestanden. Ja, sie hat dich mit voller Absicht verwahrlosen lassen, Ja. mit Methode. Sie hat dich entmenschlicht, ja. Es ist ja so eine, also ich scheue mich den Begriff ein bisschen zu sagen, aber sie hat versucht, dich zum Tier zu machen. Jetzt sagst du das Wort, was auch im Kloster dann fiel. Ja, Was du das hat natürlich nicht bist, was du natürlich nicht bist, du er. bist ein Mensch und du warst auch damals ein Mensch. Aber ich habe jetzt aus der Perspektive deiner Stiefmutter gesprochen. Das war ihr Ansatz. Sie wollte das Menschliche von dir wegmachen. Sie wollte, dass du schlimm aussiehst, dass du abstoßend aussiehst, dass die Menschen sich von dir abwenden, sei es im Kindergarten, sei es in der Schule, sei es auf der Straße. Ja. Das meinte ich damit. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Sie hat, also heute habe ich zum Glück also erfahren durch meine Therapie, dass sie ja die Kranke war. Aber sie hat das alles auf mich produziert, dass ich ja die Kranke bin. Und dabei war ja jetzt rückblickend, kann man sagen, sie war die Kranke. Weil ein normaler Mensch denkt sich nicht solche Grausamkeiten für ein Kind aus und ich denke nicht einmal, dass es im Normalfall für ein Stiefkind sich ausdenkt. Naja gut, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt komplett irrelevant, weil sie hat dir das angetan und du musst das dein Leben lang tragen. Natürlich war die Frau nicht normal.
Ja, aber Ja. was ist krank? Also ist Sadismus krank? Sind die Leute, die im Konzentrationslager die Kinder in die Gaskammer geschickt haben, sind das kranke Leute gewesen oder waren das nicht ganz normale Leute, die einfach machen konnten, was sie wollten? Weißt du, was ich meine? Ja, ich denke nämlich, wenn ein gewisser Menschenschlag keine Konsequenzen zu fürchten hat, und das war ja auch ihr Spiel, ja, Ja. dann rasten die Leute aus. Also klar ist das nicht ganz normal und auch irgendwo ist das null Empathie. Aber ich sag mal, null Empathie zu haben und vorsätzlich ein kleines Kind über Jahre zu quälen, ist halt noch ein Unterschied. Ich sage halt deswegen krank, weil sie ja zwei Seiten hatte. Sie hatte ja nach außen die fürsorgliche Mutter gespielt, die sich total aufopfernd für die Amelie einsetzt und alles macht und jedem erzählt, wie sie hat so viel Schwierigkeiten mit mir und zu Hause hat sie dann ihr wahres Gesicht gezeigt und das ist für mich krank. Ja, natürlich ist das krank. Natürlich ist das krank. Ja. Also, aber ich will eigentlich dieser Täterin nicht so eine entschuldigende Bühne geben. Weißt du, was ich Ach meine? so, ja. Ja, Ja, weil, nee, ist auf keinen Fall entschuldigend. naja, Nee, 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 nee. aber ist klar, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Wir reden ja über dich. Ja, das ist ja krass. Also, ich habe ein Buch gelesen, sie haben dich ja als behindert dargestellt. Ja. Also einmal, weil ich ja nicht laufen konnte und diese Operation an den Hüften hatte, dann konnte ich irgendwann laufen. Dann hat es erst geheißen, ich bin trotzdem körperlich behindert. Und geistig behindert bin ich, weil ich ja nirgends den Mund aufmache. Keiner kommt ja an mich ran. Ich nirgends mitmache. Nur da sitze und an die Decke starr, beziehungsweise im Kindergarten, später dann in der Schule, nur in der Ecke rumsitze und nur vor mich hin starr. Weil du panische Angst hast. Ja, Ja. aber sie hat es so verkauft, dass ich ja nicht, ich muss ja geistig nicht zurückgeblieben sein, sonst würde ich ja nicht so schauen. Und das hat sie mir Wahnsinn. so eingetrichtert, dass ich das auch geglaubt habe. Ja, sie war, also sie hatte schon eine Wahnsinnsmacht, diese Frau. Ja. Ja. Über dich und über ihre Umwelt, das muss man schon sagen. Also was mich auch so wundert, und da kommen wir jetzt ins Kranke ein bisschen rein. So eine Welt aufzuziehen, braucht ja auch eine massive Energie und einen Arbeitsaufwand. Ja, also ich meine, ich rede jetzt von deiner Stiefmutter. Also solche zwei Leben zu führen, das auch so manipulativ zu stricken über 2 Jahrzehnte, ist ja ein massiver Kraftaufwand auch für einen Menschen. Also Ja. das ist ja irre. Ich meine, sie hätte ja, ich meine, sagen wir es mal anders, sie hätte dich ja auch einfach links liegen lassen können, so nach dem Motto, naja, kann ich es halt nicht leiden, aber ich mache mein Ding. Ja, aber sie hat sich ja mit dir auseinandergesetzt auf den schlimmsten Arten und Weisen. Ja. Ja. Und Habe was ich ich. natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht kapiert, ne? Das ist mir. Amelie, Ja. das ist mir klar. Du warst ein Kind, da müssen wir jetzt nicht drüber Ja. reden. Ja. Was ich auch krass fand, das sind auch so Bilder, wo ich ja ungläubig davor saß. Deine Bettwäsche wurde einmal im Vierteljahr nur gewechselt, zum Beispiel. Ja. Unterwäsche durftest du alle 3 Wochen wechseln. Wie war das? Nein, alle 3 Tage und die normale Hose alle 3 Wochen. Und du durftest auch nur alle 3 Tage groß auf Toilette. Als wir dann umgezogen sind, also bis zum 13. Lebensjahr musste ich Ja. in die Hose machen. Ach, Dann sind wir irgendwann in. Bitte? das wusste ich noch gar nicht. Okay, ja. Ja, so lang. Also über die verschiedenen Schulen, wo sie mich reingesteckt haben. Ich war ja auch mal in einer geistig behinderten Schule. Also mein Vater ist immer, wie gesagt, ausgetickt, weil sie ja ihm fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwelche Storys erzählt hat, wie schlimm und was ich alles mache. Und der ist natürlich ausgetickt, so warum irgendwann mal halt, war die Schulzeit ja angestanden. Ich bin sehr spät erst eingeschult worden mit 8. Weil es nach außen hin geheißen hat, ich bin so zurückgeblieben. Und da war ich dreimal in der ersten Klasse.
weil da auch da sollte ich nicht mitmachen. Dann haben sie mich in die geistigen Behindertenschule. Da bin ich jeden Tag mit dem Büssel abgeholt worden und am Abend wieder zurückgebracht. Und immer schön den Auftrag in die Hose zu machen. Unfassbar. Du musstest, bis du Pubertierende warst, bis du in die Pubertät kamst, bis du 13 warst, in die Hose machen. Das war eine Ansage. Das war eine Ansage, weil ich muss dazu sagen, sie ist in die Wohnung mit eingezogen, wo meine leibliche Mutter gewohnt hat. Also vorher war ja mein Vater mit meiner leiblichen Mutter verheiratet und in dieser Wohnung haben wir dann weiter gelebt, hat er dann weiter mit mir und seiner neuen Frau und da ist dann auch der Stiefbruder irgendwann geboren, haben wir noch gelebt und dann als ich 13 war, sind wir dann in ihrem Haus. Sie hat in einer anderen Stadt ein Haus zusammen mit ihrer Mutter, so viel hat sie halt mal erzählt, das habe ich so aufgeschnappt und da ziehen wir dann, sind wir dann dahin gezogen, weil dann auch mein Vater berufliche sich verändern konnte und mein Bruder da es besser ist, wenn er da eingeschult wird. Und ich denke mal, ich sollte dann deswegen aufhören, in die Hose zu machen, weil es ihr Haus war. Weil sie hat zu mir gesagt, da möchte sie den Gestank nicht mehr haben. Und Unfassbar. dann war es so, Okay. dass ich den aber ankündigen musste, den Stuhlgang. Und zwar Ja. alle 3 Tage. Du durftest nur alle 3 Tage groß auf Toilette. Ja. Oh. Und das habe ich, glaube ich, ich habe mir ein bisschen von dir mir auch angeschaut im Internet. Und das geht so weit, dass du bis heute ja auch Verdauungsprobleme hast. Ja, ich habe einen Reizdarm, ich Ja, habe ja. eine Endometriose, also ich habe etliche körperliche Krankheiten und natürlich meine ganzen Traumata und die psychischen Krankheiten. Und ich denke, vieles ist, Ja, rührt von weil dort man sich auch her. nicht um mich gekümmert hat. Allein Ja. mein Hüftschaden bin ich in Dauerphysiotherapie, weil sie das irgendwann eingestellt haben, sich mit mir darum zu kümmern, dass man da die Kontrollen macht. Und ja, und da habe ich Wahnsinn. natürlich bleibende Schäden, dass mir erst viel später bewusst wurde, was da alles absichtlich dem nicht nachgekommen ist. Absichtlich zerstört wurde. Ja, oder so, ja. Ja. Genau. Ja. Und auch solche Geschichten wie, dass du dich nur alle paar Tage an so einem Wasserhahn in der Waschküche waschen durftest. Nein, alle 4 Wochen. Alle 4 Wochen. Und sie war dabei, weil ich bin ja zu dumm gewesen. Ich kann mich doch nicht alleine waschen. Einmal im Das war dann in Monat, ihrem Haus auch. Bitte? ja, einmal im Monat durftest du an den kalten Wasserhahn in der Waschküche und dich ein bisschen katzenwäschemäßig abtupfen. Genau. Und da hat sie mir auch den Kopf gewaschen, weil ich bin ja zu dumm, mir alleine den Kopf zu waschen. Alle 4 Wochen hat sie mir dann den Kopf gewaschen und in dem Zusammenhang auch gleich die Haare nachgeschnitten, damit die immer schön rappelkurz sind. Ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr nicht mehr gewusst, dass ich eigentlich Naturlocken habe. Ja. War dieses. Also ich wurde richtig, also auch äußerlich, Naja, entweiblicht. ja. Was denkst du heute, war die Intention dahinter, dich so zu entweiblichen? Es geht ja so, sie wollte ja anscheinend, dass du aussiehst wie ein Junge, oder? Ja, dass ich gar nicht angeschaut wäre, dass ich, sie hat dann, als ich im jugendlichen Alter war, hat sie immer gesagt, na, ich werde sowieso, sie wird dafür sorgen, dass ich also ich soll ja nicht mit einem Kind heimkommen und deswegen hat sie mich auch so bewacht, weil sollte ich schwanger werden, dann wird das Kind, dann trage ich ja diese Gene, weil ich ja so krank bin, auch weiter und das wird sie verhindern, damit mit mir Schluss ist. Also, weißt du, damit Naja. bei mir keine Nachkommen kommen Ja. und dafür wird sie sorgen, dass ich erst gar kein, Sie wollte dich das, sterilisieren. net, das nicht, aber dass ich erst gar keinen kennenlerne. Ach Also, so, also Gefängnis, also ja, absolute Überwachung. ja. Was ihr Sie ja. hat gesagt, wenn ich mal 40 bin, dann ist sie ja schon alt und dann muss sie sich darum bemühen,
mich in ein betreutes Wohnen zu stecken für Behinderte, weil ich ja nicht allein zurechtkomme. Jetzt stell dir mal vor, das hätte nicht geklappt, dass die Gudrun mich befreien konnte. Da wäre ich bis zum Nimmerleinstag. Aber ich glaube, ich hätte mir dann das Leben irgendwann genommen. Das hätte ich echt nicht ausgehalten mehr. Ja. Es war wirklich kurz vor knapp. Also, genau, das interessiert mich jetzt gerade. Also, obwohl du, also ich möchte mal einen krassen Vergleich jetzt bringen. Also diese Isolation, dieses absolute Abschirmen, erinnert mich ein bisschen so an Kaspar Hauser. Kennst du den? Ja. Ja, also das ist ja auch, also Kaspar Hauser ist ja, das ist jetzt nicht vergleichbar, aber der ist ja auch ein Kind gewesen vor 200, 300 Jahren, der irgendwann in einer westdeutschen Stadt auftauchte, der nicht sprechen konnte, nicht lesen konnte und wo sie dann rausgefunden haben, dass der auch 10, 20 Jahre oder 15 Jahre in absoluter Einsamkeit verbracht hatte, gezwungen. Also das war ja anscheinend, und das ist ja das Irre, war das ja irgendein Herzogssohn oder ein Erbthronfolger, den sie entführt hatten als Kleinkind und dann über 20 Jahre irgendwo eingekerkert hatten und der ist ohne jeglichen äußerlichen Einfluss aufgewachsen. Ja. Ja. Und das ist jetzt also nicht in der Dramatik bei dir, aber Tendenzen sehe ich da, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und genau, und das wollte ich jetzt sagen, also trotz dieses Unwissens über diese äußere Welt hat doch trotzdem in dir die Freiheitsflamme gebrannt, oder? Tja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, weil ich denke, also du meinst es dann als Gudrun in mein Leben kam, nee, oder? Ich meine allgemein, also ich meine Freiheitsflamme heißt doch, dass man sagt, dass man trotzdem sagt, obwohl ich das da draußen nicht kenne, obwohl das nur die Welt ist, diese ganze Scheiße, die mich umgibt, ist die einzige Welt, die ich kenne. Trotzdem sehne ich mich ja nach Freiheit. Und weil dieser Freiheitsdrang da ist, trotzdem ist es so schwer und trotzdem sucht man ja vielleicht, und das hast du ja auch gerade gesagt, als finale Freiheit dann auch den Tod irgendwann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also der Drang des Menschen ist ja auszubrechen und das finde ich halt ganz, ganz spannend, dass du von der Welt da draußen nichts wusstest, aber auch wusstest, hier wo ich bin, das kann es nicht sein. Ja, ich bin ja dreimal abgehauen. Ja. Also. Wann das erste in Mal? In der Schulzeit. Ja. Bitte? Wann das erste Mal? Mit 8? Mit 8 muss genau, weil mit danach 8. hatte mein Vater die Faxen dick und hat gemeint, jetzt bleibt nur noch das Heim übrig. Ja. Und da warst du ja ein Jahr im Kinderheim, richtig? Genau. Und das war deine glücklichste Zeit, das ist ja irre. Ja. Würde ich mir gerne für den nächsten Stream aufhören, meine Liebe. Aufheben. Ja. Wir sind jetzt bei 47 Minuten, haben noch gut 10 Minuten Zeit, aber du merkst, wir haben noch so viel zu erzählen. Ja, aber genau. Also das war das eine, was auch, also mit dem Kinderheim sparen wir uns das vielleicht mal auf, weil da könnten wir im nächsten Stream drüber reden. Was ich aus einem Interview mit dir mitgenommen habe, genau, wie sahen denn deine Tage aus? Hattest du ein eigenes Zimmer? In der ersten Wohnung, wo wir alle zusammen gewohnt haben, nicht. Da kam ja irgendwann dann mein Stiefbruder dazu, da hatten wir das Zimmer zusammen. Und als wir in ihrem Haus gewohnt haben, da hatte ich dann das Zimmer neben meinem Halbbruder. Und solcher Tagesablauf, der Tagesablauf ist sehr schnell. Wie sah dein Zimmer aus? Wie sah mein Zimmer aus? Ganz einfach eingerichtet. Ja. Bett? Mit ein Bett, ein Kleiderschrank, wo sie ja dann ihre alten Kleider musste ich ja dann auch genau, tragen. Genau, du musstest ja die Klamotten von deinem Vater und von dieser Frau tragen, richtig? Ja. Oh, ja, genau. Alter. Ja, ja. Und Essen ist auch ein ganz wichtiges Thema. Können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob man es nächste Mal oder wann drauf würde ich fast das nächste Mal machen, weil das auch ein super Bild auch irgendwo, also du weißt, wie ich es meine, ja. Ja. Bleib jetzt in den letzten 10 Minuten mal beim Zimmer und beim Alltag, okay? Der Alltag sah so aus, es war ja Schulpflicht, sonst hätte sie mich wahrscheinlich auch nicht in die Schule geschickt. Gehe ich mal jetzt so im Nachhinein auch davon aus. Also muss ich in die Schule gehen. Sollte natürlich nicht mitmachen. Abends hat es
Prügel von meinem Vater gegeben. Jeden Warum, Tag. weshalb? Nee, nicht. Irgendwann war es leid, dann, weil er dann irgendwann gesagt hat, ich kann es nicht mehr hören. Also ich habe alles versucht. Also das, gut, vom Kinderheim sprechen wir ja das nächste Mal. Also Genau. da war ich ja ganz anders da, ne? Ich habe natürlich heimlich für mich gelernt. Sonst würde ich wahrscheinlich ja gar nicht schreiben und lesen. Beziehungsweise das habe ich ja dann im Heim gelernt. Ich habe dann, um mich zu beschäftigen, habe ich halt schon die Bücher angeschaut und mein Hirn sozusagen ein bisschen versucht zu trainieren, indem ich alles Mögliche auswendig gelernt habe, weil ich irgendwann gedacht habe, also die sagt ja, ich bin geisteskrank. Ich habe irgendwann gedacht, ich wäre verrückt. Weißt du, wie ich meine? Ich saß ja nur, ich habe kleine Mahlzeiten bekommen. Danach war Hausarbeit dran, wo sie gesagt hat, die soll ich machen. Oft war aber auch ihre Mutter da, besonders an die langen Winter, von Weihnachten bis Ostern war die immer da. Und in der Zeit durfte ich auch gar nichts im Haushalt mithelfen, weil da hat dann ihre Mutter ihr geholfen. Ja, Und und ich war dann halt einfach im Zimmer eingesperrt. eingesperrt, zugeschlossen war die Und habe aus Tür. dem Fenster geguckt. Also die Nachbarschaft hat auch gesehen, mein Ja. Gott, die Amelie glotzte im wahrsten Sinne des Wortes jeden Tag aus dem Fenster. Also die haben auch, und haben natürlich wahrscheinlich auch das geglaubt, was Stiefmutter erzählt hat. Also ich konnte immer runterschauen, die hatten so einen kleinen Garten dann und da hat sie mit der Nachbarschaft öfters gesprochen. Da hat die garantiert auch erzählt, ja, die willen nichts machen, keine Ahnung. Sie Ja, ist die so ist eine Last. zurückgeblieben. Schaut euch das Kind an, wie schwierig das ist. Ja, Ja. und ich arme Frau, die trotzdem ihre Frau steht und mit diesem Kind das hier versucht zu schaukeln. Und ich kann mir das richtig vorstellen, muss ich das sagen. Es gibt solche Menschen, die können das. Ja, Ja. Wahnsinn. Und als die Mutter von dieser Frau, also ich möchte es mal nicht, also Stiefmutter kann man ja sagen, als die Mutter deiner Stiefmutter dann in dem Haus war, ja, ein knappes Vierteljahr. Hat die da gesehen, was mit dir los ist, oder war das der auch scheißegal? Die hat gesehen, was mit mir los ist. Also, die kam auch schon früher in der anderen Wohnung zu Besuch, weil als dann mein Stiefbruder da war, die sind ja immer ohne mich in Urlaub gefahren. Und ihre Mutter musste dann auf mich aufpassen. Und die wiederum hat gesagt: Na, jetzt wachst du mal, lernst du mal schön, dass wenn die Mama heimkommt, dass du mal dann ihr zeigen können. Also, die hat mich dann ein wenig getriezt. Und als die dann wieder vom Urlaub da waren, habe ich natürlich vor Angst, ja, nichts ihr vorgezeigt. Und dann hat ihre Mutter gesagt, ja, sag mal, sie konnt's doch. Ich habe doch mit ihr jetzt 2 Wochen geübt. Und hat das natürlich, also die hat es auch bei ihrer Mutter so verkauft. So, also ich verstehe nicht, was mit der Amelie los ist. Und dann hat halt, und dann fielen halt die Sätze, und die fielen sehr, sehr oft, bis zum Schluss eigentlich. Ich bin nichts wert. Wer nicht mitmacht in der Schule, hat auch sonst nichts verdient, was zu bekommen. Ja, ich könnte noch viel erzählen. Es ist Ja, einfach. aber heb's dir auf, weil, meine Liebe, wir harmonieren sehr gut, finde ich. Also ich muss dir, glaube ich, auch sagen, es läuft, also diese Stunde, wir sind jetzt fast am Ende, läuft doch Ja. besser als gedacht, meine Liebe, oder? Also Ja. finde ich super, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass du eine Geschichte erzählst, und wir können auch gern 3 Streams draus machen, weil das braucht hier einfach Raum, das braucht Plattform, wir müssen deine Geschichte erzählen, und ich möchte jetzt auch noch mal kurz auf dein Buch verweisen, was es ja überall zu kaufen gibt. Als hätte der Himmel mich vergessen, verwahrlost und misshandelt im eigenen Elternhaus von Amelie Sander. Ja, gibt es auf Amazon, hast ja schon knapp 1000 Rezensionen. Glückwunsch dazu. Oh, danke Sage ich als schön. Schriftstellerkollege, der nicht annähernd so viel vorzuweisen hat, aber Ah. ich gönn dir das mit ganzem Herzen, meine Liebe. Das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Ja. Genau. Danke Oh. Ja, schön. bitte. Ich gönn's Und dir aber auch, ja, dass danke. deine Bücher gekauft werden. Genau. Und ja, ich möchte noch, also genau, würde jetzt vielleicht mal
erstmal damit abschließen, mit der Aufarbeitung und würde mich ein paar Fragen aus dem Chat zuwenden. Du kannst entscheiden, liebe Amelie, ob du die beantwortest oder nicht, okay? Ja. Okay. Erste Frage: Hast du heute Kinder? Nein. Nein. Ich habe keine, also da hat sie leider gewonnen. Das, ich konnte aufgrund meiner Endometriose, meines Reizdarmes keine bekommen. Und auf, ich denke mal auch aufgrund der Unterernährung, weil ich einfach gehungert habe, ohne Ende. Aber da komme ich ja das nächste Mal dazu. Ja. Ich gehe mal davon aus, das ist die Folge, die Spätfolge aufgrund der Mangelernährung. Das alle 3 Tage nur aufs Klo gehen, ich meine, wer hält das denn im Normalfall aus? Da muss es ja, also rückblickend habe ich jetzt halt erfahren, da müssen ja Spuren zurückgeblieben sein und die sind es halt und nein, ich habe leider keine. Aus deiner Rede höre ich... Es wurde dann festgestellt, dass ich keine bekommen kann. Also unfruchtbar kann man da fast sagen? Ja, durch die Endometriose, genau. Durch, ja, durch die... Ja, durch und die, der durch Darm die, der halt... total auch kaputt ist. Ja, wobei der jetzt ja schon klar. Aber weil der also, halt... Also, sag mal so, die Endometriose hängt auch an dem Darm dran, deswegen sage ich auch immer dem Darm dazu, es war alles verwuchert in meinem Bauch. Einigen wir uns darauf, Amelie, dass dir so viel Gewalt angetan worden ist, dass es halt eben nicht mehr geht mit den Kindern. Ja. Ja, und das ist tragisch und das... tut mir auch weh und nehmen wir jetzt erstmal so hin, okay, Amelie? Aus deiner Rede höre ich nämlich, dass du eigentlich gern Kinder gehabt hättest, glaube ich, oder? Ja, nachdem ich dann den richtigen Mann gefunden habe, ja, dann. Also du bist ja heute auch in einer Beziehung, da reden wir aber dann vielleicht mal im dritten Stream drüber, übers Leben 2.0, ja? Ja. Genau. Dann noch eine Frage, aber die habe ich eigentlich schon beantwortet. Haben die Eltern den Stiefbruder besser behandelt? Ja, komplett. Erzähl mal also kurz was ganz dazu. Normal, sag ich. Er hat alles bekommen, er war der Sonnenschein. Das war ihr Liebling, gut, es war auch ihr einziges Kind. Und habe ich natürlich dann irgendwann, je älter ich wurde, kapiert, dass er ja ganz normal aufwächst und also beziehungsweise anders aufwächst als ich. Aber ich habe nicht verstanden, warum. Genau, warum wusstest du nicht? Ja, das ist schon irre, ja. Also, dass man so einen Unterschied zwischen Kindern machen kann. Also, ich muss dir eins sagen, ich habe ein leibliches Kind, also mein Sohn ist auch, und darum berührt mich das auch so. Mein Sohn wird jetzt nächsten Monat 8. Ja, also habe eigentlich die kleine Amelie so vom Alter hier auch bei mir in der Wohnung und kann das auch sehr gut projizieren. Und wenn ich mir überlege, wie man so einem kleinen Menschen, der eigentlich so ein Kind, könnte ich gleich anfangen zu heulen, muss ich da sagen. So ein Kind ist doch schönste auf der Welt. So ein Kind will doch nur Liebe geben und Liebe empfangen. Mehr möchte doch so ein Kind nicht. Ja, ja genau, und, du sagst es. Ja, genau. Und es ist ja das Glück im Leben. Es ist ja das, wofür wir alle leben. Diese Unschuld, diese Liebe. Und mir zieht sich da der Magen und das Herz zusammen, wie man so ein Kind wehtun kann und das auch über Jahre. Also jetzt sind wir wieder bei diesem Krankheitsbild, was du beschrieben hast. Da muss so ein großer Hass in einem auf sich und die Welt vielleicht auch pulsen. Man kann es nicht verstehen. Ja, ich will es auch gar nicht verstehen, muss ich dir sagen. Ja, oder weil ich nicht ihr eigenes Kind war. Nee, Amelie, come on. Wenn ich ein fremdes Kind sehe, was auf der Straße hinfällt, sich das blutige Knie hält und heult, da gehe ich doch auch hin. Bin doch ein Mensch. Ich habe doch Empathie. Es ist doch ein kleines Wesen, was Hilfe braucht. Es hat überhaupt nichts mit leiblichem Kind oder Stiefbruder zu tun. Es ist eine ganz normale menschliche Handlung, dass man dann hilft. Also wenn man normal im Kopf ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn man natürlich seine Dämonen hat und wir wissen alle, lebt diese Frau heute noch? Diese Stiefmutter. Das lasse ich offen. Das lässt du offen, okay, gut. Okay. Ja. Möchtest du nicht sagen, gut, okay. Lass es. Wenn du nichts dazu sagen willst, dann lass es. Dann übergeben wir das gleich und hat sich damit erledigt, okay? Ja. Gut, haben wir es auch gut geschafft, ja? Gut, okay. Ja. Genau, also das wollte ich nur sagen. Also ich möchte dich bitten, eben keinen Unterschied zu machen zwischen leiblichem Kind und Stiefkind. Weil das ist Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Und das ist auch keine Erklärung für ihre Taten.
Ja, das muss man einfach so Gut, so, sagen. mir wurde es halt so vorgelebt und irgendwann habe ich das Ja, halt, natürlich. als ich alt genug war, gedacht. Man ist ja einfach in deiner Situation auch auf der Suche nach Antworten, weil man versteht es ja nicht. Ja, Ja, ja. warum wird mir das angetan? Was habe ich verbrochen? Was ist denn an mir falsch? Was ist an mir unterschiedlich? Und dann versucht man sich solche Sachen natürlich zurechtzubasteln, weil der Mensch braucht Antworten im Leben. Ja, Ja. und naja, gut. Und es gibt, und das ist, denke ich mir, auch so ein Thema in deinem Leben 2.0, da reden wir aber später drüber, dass es in deinem Leben so viel unbeantwortete Fragen, denke ich mir, auch gibt. Ja, Ja. genau. Genau. Meine Liebe, wir sind eigentlich durch. Sag mal bitte noch was zum Abschluss. Zu mir, zur Community, wie es dir heute ging. Ach so, ich habe ja noch gar nicht Hallo Ach, gesagt ist zu egal, den habe ich für dich gemacht. Zuschauern. Ja. Wir gehen ja gleich voll rein. Ja. Ja, ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen, und freue mich aber jetzt auch, dass ich es geschafft habe. Und ich danke dir, dass du dir meine Geschichte, beziehungsweise auch den Hörern, dass ihr ein offenes Ohr habt dafür, was so hinter verschlossenen Türen alles passieren kann. Und das mitten in Deutschland. Absolut, absolut. Das würde ich jetzt gerne mal so Ich stehen danke lassen. allen, die jetzt dabei waren und zugehört haben. Genau. Und das wären beim nächsten Mal sicherlich noch ein paar mehr. Liebe Amelie, ich würde so machen, du bleibst noch kurz in der Leitung. Da können wir noch ein kleines bisschen nach dem Stream mal so kurz nachbequatschen. Ja. Okay. Und ja, nicht lange, eine Minute. Einfach so, weil ich will mich, ja, weil mein Kleiner ruft mich auch schon, aber ich will mich jetzt Ja. einfach von der Community verabschieden. Also, liebe Freunde, ich freue mich, dass Amelie heute da war. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich bin ja dankbar dafür, stolz darauf, dass ich diese Themen abbilden darf, die so wichtig sind und die so unglaublich auch sind und die hier neben euch in eurem Nebenhaus passieren, die Menschen passieren, wo man es gar nicht denken würde. Und wir werden Amelie sicherlich noch zwei, dreimal hier wiedersehen und ich freue mich sehr darauf. Donnerstag, 19 Uhr, ist Alex hier wieder zu Gast von 31 Jahre Sucht und ich verabschiede mich heute von euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.